Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Ja, heute gibt es das Orakel Benfica gegen Bayern München. Das Spiel ist heute Abend, 20:45 Uhr. Ich tippe auf ein 2 zu 0 für meine Bayern. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr tippt und für wen. So, ich habe nichts an den Mannschaften geändert. Es ist das 2018er FIFA. Also sind noch Spieler drin, wo ja, wo eigentlich gar nicht mehr bei Bayern sind oder vielleicht bei Benfica auch nicht. Ach, das war schlecht gemacht. Aber nächste Woche kommt ja FIFA 19 raus. Dann wird es auch wieder ordentliche Orakels kommen mit richtigen Mannschaften. Also für heute war ich einfach zu faul, um die Mannschaften umzustellen. Oh je. So, kommt drauf. Hummels, Hummels. Oh nein. Also bei den Bayern fehlen ja in Real Life viele Spieler im Moment, weil sie all verletzt sind. Coman, Tolisso fehlt. Ja. Dann ist ja Bernat weg und Vidal ist ja weg. Bam, 1-0. Also ist schon mal sehr schön hier. Vielleicht gewinnen sie auch noch höher oder je nachdem, wie gut sie spielen. Vielleicht verlieren sie auch. Wir werden es ja sehen heute Abend. Also ich werde es bei Ben Masterful verfolgen. Wenn er hoffentlich streamt, aber ich denke schon. Also könnt ihr da alle vorbeischauen. Ich denke mal, die meisten, die wo mich abonniert haben, die sind ja auch Abonnenten von Ben Masterful. Fast alle. Wenn nicht, könnt ihr den mal abonnieren. Er hat ja gestern schon einen nicen Stream gemacht, seit langem mal wieder. Und heute hat er auch wieder die Ben-Zeitung rausgebracht. Auf YouTube. Wer sie noch nicht gelesen hat, der kann sie gerne mal lesen. Unter der Community. Oh, der war gar nicht so schlecht. Martinez, Martinez. Okay. So. Gestern hat er schon Dortmund ganz knapp gewonnen mit 1-0. Schalke hat, glaube ich, unentschieden gespielt. Heute spielt er noch die Bayern. An den Pfosten war das. So, falls ihr mal denkt, warum hier kein Spielsound ist, ich nehme hier über OBS auf, dann gibt es keinen Spielsound. Ich hätte auch können direkt über die PS4 aufnehmen und dann halt, ja, mit USB-Stick oder sowas auf meinen Computer ziehen, dann schneiden. Aber ich wollte es halt so machen, weil ich ja eine Facecam haben wollte. Oh yes, der war nicht schlecht. Ach nee, hallo, ciao. Meine Güte.
Also ich hatte eben schon eine Aufnahme gemacht, aber da kam leider die Post dazwischen. Dann musste ich eine neue Aufnahme starten. Und da war ich noch schlechter wie jetzt. Also ist mir das hier irgendwie lieber. Und wir haben Halbzeit. Ich starte jetzt erstmal weiter mit meiner Startformation in die zweite Halbzeit. So, ab der 60. werde ich mal auswechseln. Ja, und ich habe auf meinem Kanal jetzt die 630 Abonnenten geknackt. Ich möchte mich für alle bedanken hier, die meinen Kanal abonniert haben und ja. Ich denke mal, es wird auch bald mal nochmal irgendwas geben, wo ich, ach, wie heißt, ein Abonnenten-Special. Also wenn ich die 700 Abonnenten geknackt habe, dann denke ich mal, dass ich mal wieder irgendwas machen werde. Mit Verlosung und so. Ah, Eckball. Hihihi. Ian Robben. Ob es jetzt für Arjen Robben und Ribéry die letzte Saison wird? Was denkt ihr? Und wer wird Robben und Ribéry ersetzen? Denkt ihr, dass Gnabry und Coman das schaffen werden? Oder sollten die Bayern jemand anderes verpflichten noch? Was denkt ihr? So, jetzt werde ich gleich mal wechseln. Am besten jetzt, so. Und ich habe Ulreich im Tor. Das ist bitter. Ich habe da nicht dran gedacht. Sorry. So, Tolisso ist ja eigentlich verletzt. Coman ist auch verletzt. Da holen wir hier mal Thiago rein und Sandro Wagner für Lewandowski. Spiel fortsetzen und weiter geht's. Der war gar nicht schlecht von Benfica. So, hier mal auf Müller. Alter, was spiele ich denn hier zusammen? Das kann ich nicht wahr sein. Kommt schon. Wolski. Und 2 zu 0. Das passt doch. Genau das, was ich tippe. Yeah. Lewandowski war's. Und jetzt wieder ausgewechselt. Also er hat noch gerade sein Tor gemacht hier vor seinem Wechsel. Sehr stark. Gucken, ob Sandro Wagner noch eins macht. Oh. Habe ich mich jetzt gar nicht darauf befasst, dass ich den Ball noch bekomme. Das war nix. So, Robben. Abseits. Abseits. Schade. Wäre schön gewesen, das Tor. Wenn es ein Tor gewesen wäre, vielleicht. Kommt schon. So, ab morgen kommen ja die neuen Match-Attacks raus. Wer wird die sammeln? Werdet ihr sie überhaupt sammeln oder sammelt ihr nur gewisse Serien? Würde mich mal gerne interessieren. Oh. Was mache ich denn hier?
Hallo, bitte nach vorne, nicht nach hinten. Was tue ich denn hier? Oh. Jawohl, jetzt aber hier. Zieh an und abseits wahrscheinlich. Ja. Ah. Jawohl, und jetzt Robben. Was? Das gibt's nicht. Ja, und das war's dann auch schon. Ein 2 zu 0, so wie ich das voraussage. Ja, falls euch dieses Orakel gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und denkt dran, eure Tipps reinzuschreiben unten in die Kommentare. Und bis dann. Ciao.